ihr Lieben, ganz schnell ein Update und danach zeige ich euch neue Regale. Und deswegen lassen wir uns anfangen. Als ich euch das letzte Mal dieses hier gezeigt habe, hat sich danach noch etwas getan. War jetzt gerade gesund, sorry. Hat sich noch ein bisschen was getan, weil ich habe gerade ein Buch gelesen, das da eigentlich reingehört. Und da habe ich es noch ein bisschen umgestellt. Und zwar habe ich hier jetzt stehen, mein perfekter Sommer. Das hatte ich damals gelesen. Das gehört jetzt hier zu den CBJ-Büchern. Das ist mir dann nachher erst eingefallen. Fand ich ganz okay, war aber jetzt auch nicht so der Burner. Toll, jetzt passt nicht mehr rein. Zeige ich euch, mache ich gleich. Dann habe ich das und das gekauft bei den Meyerschen. Ich sehe es gar nicht. Bei den Meyerschen Weißen Buchwochen. Zum einen, wer heimlich küsst, dem glaubt man nicht, von Mac Cabot. Von Mac Cabot bin ich ja schon so einiges gewöhnt, so lustig und so. Deswegen bin ich gespannt darauf. Und das mit der Unterhose von Melissa Kyle. Der Beweis, dass es außerhalb. Das ist ein Leben außerhalb meines Zimmers gibt. Ich finde den Titel schon genial und auch dieses Cover. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Und es gehört auch zum CBT Verlag, deswegen steht das jetzt auch hier. Deswegen ein bisschen umgeräumt. Ein paar der Bücher, die jetzt vorher hier standen, habe ich jetzt woanders hingestellt. Die werdet ihr auf jeden Fall nochmal sehen. Deswegen wollte ich euch das nur kurz sagen. Aber jetzt ab zum anderen Regal. Hier geht es jetzt weiter. Dieses Regal hier habe ich neu dazu bekommen. Musste ich jetzt alles umräumen, freue ich mich auch drüber. Und das Ding hatte ich hier schon länger, aber ich habe alles umgeräumt, wie ihr seht. Da oben seht ihr jetzt, also das hier zeige ich euch ein anderes Mal. Das neue Bücherregal zeige ich euch heute, aber auch nur die Bücher, das heißt diese Reihe und diese Reihe. Nein, diese Reihe. Diese beiden mittleren Reihen sind DVDs, die zeige ich euch in einem anderen Video. Und ganz oben und ganz unten sind so Mangas und so, die kann ich euch auch mal in einem anderen Video zeigen, falls euch das interessiert. Das könnt ihr ja mir in die Kommentare schreiben. Und hier rechts sind halt Bücher, aber alle hier, diese drei in zweier Reihen. Deswegen dauert das wahrscheinlich lange. Aber das hier kann ich euch jetzt zeigen und das werde ich jetzt auch. Also gehen wir mal näher ran. Zum einen fange ich einfach hier oben an. Hier habe ich die Karte, die Jessie mir im Tauschpaket geschickt hat. Und ich habe die Eule von dem lieben Nick da dran geheftet, weil es schön zusammenpasst. Deswegen steht das hier vor. Ich packe es jetzt aber mal weg. Hier links fangen wir mit Crazy in Love, gefährlich schön. Oder gefährliche, ich weiß es gerade nicht. Gefährlich schön. Ich denke, ich hoffe, es ist der erste Band. Ich glaube schon. Von wem ist denn das? Kim K. Habe ich letztens erst gekauft, deswegen auch diese Zettelchen hier oben. Stört euch nicht daran, es markiert einfach nur meine Neuzugänge. Normalerweise würde ich die woanders aufbewahren und dann später erst in das Regal einräumen, um zu wissen, was meine Neuzugänge sind. Aber da ich jetzt sowieso alles umgeräumt habe, habe ich die gleich mit eingeräumt und sie so markiert. Dann habe ich hier After Passion, das gerade behindert, dass ich das Buch wieder reinstecke. After Passion und After Truth, die ersten beiden Bände dieser One Direction Fanfiction. Ich denke, die beiden anderen kriege ich auch noch irgendwann dazu. Mal gucken, wie ich da Platz mache, aber egal. Dann habe ich hier die Überlebenden und den zweiten Band Furchtlose Liebe von Alexandra Bracken. Tolle Bücher, vor allem der erste hat mir gut gefallen. Ich finde auch toll, dass er sich hier so gut anfasst, er so ein Profil hat und so. Der zweite dann leider nicht mehr, aber was soll man machen? Kann ich auf jeden Fall empfehlen, gibt es auch Rezis zu beidem, zu den beiden auch. Dann habe ich hier die Erleuchtete von Amy Agresti, jetzt wird es gerade ein bisschen unscharf, keine Ahnung warum, habe ich mal als Mängelexemplar bekommen, auch aus dem Goldmann Verlag, noch nicht gelesen. Dann habe ich hier eine Handvoll Worte von Jojo Moyes, es gebraucht hat dementsprechend hier auch ganz viele Leserinnen, die ihr jetzt glaube ich nicht seht, habe ich aber leider noch nicht gelesen. Ich hatte ja schon ein ganzes halbes Jahr von ihr gelesen, fand ich toll, deswegen, als ich das gesehen hatte, habe ich es auch mitgenommen. Dann Der Mann im Heuhaufen von Birgit Haselbusch, fand ich jetzt nicht so gut, aber die Rezi dazu findet ihr in der Infobox. Dann hier von Jennifer Probst, Playing with Fire, der erste Band, Vertraute Sehnsucht, hatte ich mal von Lovely Books, jetzt sieht man mich, da spiegelt sich, von Lovely Books in der Leserunde bekommen, fand ich ganz okay, aber ich finde irgendwie, das Cover sieht so ein bisschen billig aus. Denkt ihr das auch? Ich wollte es in der Rezi nicht sagen und so, weil der Verlag ja auch das gesehen hat, aber ich finde die beiden irgendwie zu übertrieben, irgendwie so, ja, sieht irgendwie billig aus. Okay, passt jetzt nicht mehr rein. Dann habe ich hier Eternity von Mac Cabot, ist so eine Best-Quality-Ausgabe, also aus dem Club. Dazu gibt es ja jetzt auch einen zweiten Band,
und noch mehr. Ich weiß nicht, ob ich mir das jemals besorge. Ich fand es eigentlich ganz okay. Okay war auch Engel der Nacht von Becca Fitzpatrick. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es war halt okay. Dann habe ich hier Graveminder von Melissa Marr und Dark Love von Leah Hubble. Beides noch nicht gelesen, war aber in meinem zweiten Medium Ops Unpacking drin. Und dann habe ich hier meine kleine Emily Bush Sammlung. Zwei müssen es sein, aus der 2-Reihe heißt die, glaube ich. Und glücklich verliebt und glücklich verlobt. Dazu gehört noch glücklich verheiratet, das auch bald jetzt kommt, glaube ich. Es sind alles, also das war ein Leserinnen-Exemplar, diese beiden waren Rezi-Exemplare. Dementsprechend gibt es dazu auch alles eine Rezi, die findet ihr auch in der Infobox. Dann hier, wie gesagt, meine DVDs und hier so Serien. Aber bei den Serien war noch ein bisschen Platz. Und da es zu dieser Serie Dark Angel ja auch die Bücher dazu gehören, habe ich die jetzt hier eingeordnet. Einmal der erste und Prequel. Seht ihr das überhaupt? Ich glaube nicht. Before the Dawn. Dann Skin Game, der zweite Band, der die Serie quasi fortführt, weil sie ja leider nach der zweiten Staffel abgebrochen wurde. Und der dritte und letzte Band, hoffe ich, weiß gar nicht genau, After the Dark. Davon habe ich die ersten beiden gelesen, fand ich ganz gut. Ich mag nur den Schreibstil des Autors nicht so gerne, aber die Geschichte an sich war gut und den dritten muss ich noch lesen. So, dann schauen wir das mal davor. Angezogen wäre das nicht passiert, ist von einem Buch, von einer Autorin habe ich auch mit Autogramm. Das Buch habe ich leider nicht hier und auch nicht gelesen, aber ich finde den Titel schon mal ganz cool. Und dann habe ich hier noch eine Reihe, die zeige ich euch jetzt auch. Und dann habe ich hier die Postkarte von Kati, also Agathe, die sie mir jetzt in dem Tauschpaket geschickt hat. Finde ich sehr schön. Und hier dazu passend auch noch so ein Strand. Lege ich mal so hin. Dann fängt es hier links an mit Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter von Carina Bartsch. Die beiden fand ich wirklich sehr toll, haben beide von mir 5 Sterne gekriegt. Damit ist die Dialogie auch beendet. Die mögen ja nicht alle, weil nicht jeder irgendwie mit der Protagonistin klarkommt, aber ich fand es echt toll. Sollte ich auf jeden Fall mal probieren. Dann habe ich hier an Earthly, der erste Band, Dunkle Flammen von Cynthia Hand. Fand ich ganz okay, war aber irgendwie jetzt nicht so der Burner, deswegen weiß ich nicht, ob ich jemals weiterlesen werde. Dann Wie Flammen auf Eis von Alexandra Stephanie Höll aus dem Boxhaus Verlag. Ich finde den Verlag wirklich gut, weil der ist jetzt nicht so bekannt und die Bücher daraus sind auch nicht so bekannt, aber die sind meistens richtig gut. Die haben jetzt von mir keine 5 Sterne gekriegt, das hat, glaube ich, 4 Sterne oder 4,5 gekriegt. Aber dafür war das richtig gut, vor allem weil man da irgendwie nicht so viel erwartet, weil das halt nicht so ein Verlag ist, den man so kennt. Dann habe ich hier, wie Tyler Wilkie mein Leben auf den Kopf stellte und was ich dagegen tun werde, oder auf den Kopf stellt, von Shelley Summers. Wie ihr seht, ist da so ein Zettelchen drin. Sind diese 3 jetzt Neuzugänge aus diesem Monat. Noch nicht gelesen, dementsprechend die beiden ja jetzt auch noch nicht. Zum einen India Place von Samantha Young und Into the Deep auch von Samantha Young. Das ist jetzt, glaube ich, ein Jugendbuch und das ist eher so ein Erotikroman. Ich bin mal gespannt. Dann habe ich hier Die Achse meiner Welt von Danny Atkins, habe ich ja vom Nick in auch diesem Weihnachtswichtelpaket bekommen, habe ich schon gelesen, fand ich ganz okay. Fand ich jetzt aber nicht so überragend, wie alle gesagt haben, weil ich mir auch mehr unter der Prämisse vorgestellt habe, etwas mehr Überraschung und so, aber da war jetzt nicht so überraschend, aber war trotzdem eine ganz gute Idee. Dann habe ich hier My Sweetest Escape, Die schönste Zeit meines Lebens von Charles C.M. Cameron, habt ihr jetzt in meinem letzten oder vorletzten Neuzugänge-Video gesehen. Hatte ich ja sehr viel Schere rein mit dem Buch und das auch den zweite Band, wo ich den ersten nicht gelesen habe, obwohl es andere Protagonisten hat, aber es baut halt trotzdem so ein bisschen aufeinander auf und deswegen war es wahrscheinlich nicht so toll, wie ich es gern gehabt hätte, aber es ist trotzdem sehr lesenswert. Dann habe ich jetzt hier Seelen, das ihr ja schon in meinem letzten Video gesehen habt, habe ich jetzt hier untergebracht, weil es irgendwie passte zu den schwarzen Büchern. Dann habe ich hier Hüte der Dämmerung von L.A. Weatherly, der zweite Band dieser Engel-Trilogie oder so. Den ersten habe ich ja leider nicht da, aber mal gelesen. Den habe ich jetzt noch nicht gelesen. Und ich habe gar keine Ahnung, ob es den dritten Band auf Deutsch geben wird oder gibt. Falls ihr da was wisst, schreibt mir bitte in die Kommentare, denn den ersten fand ich echt toll, habe ich 5 Sterne gegeben und ich bin jetzt gespannt auf den zweiten. Denn hier werden auch nur für einen Tag von Moser, Annette Moser, glaube ich, ja, fand ich ganz okay, aber ich fand das andere Buch von ihr, Mein Leben für dich, ein bisschen besser. Dann habe ich Die Brautprinzessin von William Goldman hier leider noch nicht gelesen, aber den Film dazu fand ich echt toll.
Dann habe ich hier von Isaac Marion Warm Buddies. Den Film fand ich davon auch ganz toll. Das Buch ist auch gut, aber zählt jetzt nicht zu meinen Lieblingsbüchern. Dann habe ich hier Losing It von Cora Carmack. Das wurde ja ziemlich gehypt und ich war richtig scharf darauf. Das habe ich mir dann auch zum vollen Preis gekauft, wollte ich zumindest. War so ein bisschen angedatscht, deswegen habe ich so einen Euro Rabatt gekriegt. Aber es hat mich dann irgendwie enttäuscht. Ich fand es jetzt leider nicht so emotional, wie ich gehofft hätte. Aber man kann es trotzdem noch lesen. Ich finde es trotzdem lesenswert. Dann habe ich hier den Venuspakt und die Sternseherin von Janine Kroc. Ich finde die Cover ja richtig toll und ich finde auch den Inhalt gut. Mir fehlt jetzt der zweite oder der dritte Band. Es spielt, geht ja immer um Schwestern. Es sind drei Schwestern. Dementsprechend habe ich einen Band davon nicht, aber habe ich auch schon gelesen. Den hat nämlich meine Freundin. Und finde ich ziemlich gut. Hat aber auch so Erotik-Sachen drin. Von daher wahrscheinlich eher für etwas ältere Leser. Ist aber Fantasy. Gute Fantasy. Und damit war es das, wie gesagt, da unten noch Mangas und so. Hier habe ich übrigens noch ein Hörbuch, mein einziges Hörbuch, glaube ich, die King-Chroniken von Rick Riordan, die Rote Pyramide. Ich glaube, das ist nicht der erste Band, ich glaube, der zweite oder so. Habe ich, wie ihr seht, noch eingeschweißt, ist aber schon öfter runtergefallen, deswegen hier leider so ein Sprung drin. Das hatte ich mal zu Weihnachten gewonnen bei einem Adventskalender auf Facebook. Das ist, glaube ich, schon 2 Jahre her und ich habe es bisher immer noch nicht aufgemacht. Ich bin nicht so die Hörbuchhörerin, aber ich hoffe, ich werde das bald mal anhören. Sonst irgendwie verschenken oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall steht das da. Und ja, damit verabschiede ich mich auch. Ich zeige das noch ein bisschen so im Überblick. Da die Reihe habt ihr jetzt gesehen. Und die Reihe und die anderen hoffentlich bald, die hier auch so. Und ansonsten schreibt mir in die Kommentare, wie gesagt, ob ihr das alles sehen wollt, die DVDs und die Mangas und so. Und ansonsten, jetzt bin ich ein bisschen außer Atem. Bis zum nächsten Mal, bye Leute.